In den Tagen vor den Anschlägen des 11. September 2001 gab es auffällige Börsenbewegungen. Der nicht unbegründete Verdacht des Insiderhandels lag im Raum, dem natürlich nachgegangen werden musste. Selbstverständlich wollte man wissen, ob es eine Verbindung zum Terrornetzwerk Al-Qaida gab und ob Al-Qaida sich durch entsprechendes Vorwissen auch noch an den Anschlägen bereichert hat. In den Tagen vor den Anschlägen wurden nämlich verstärkt Put-Optionen der betroffenen Fluggesellschaften eingekauft. Bei einer Put-Option wettet der Händler auf fallenden Kurs und fällt dieser wirklich, so macht der Händler dadurch einen Gewinn. Eine Call-Option ist das genaue Gegenteil einer Put-Option. Aber was geschah nun konkret? Nun, am 6. September 2001 überstieg die Menge der Put-Optionen auf United Airlines Aktien die Menge der Call-Optionen um mehr als das 20-fache. Das ist natürlich grundsätzlich verdächtig und kann durchaus auf Insiderhandel hindeuten. Insiderhandel wiederum bedeutet, dass ein Händler ein gewisses Vorwissen zukünftiger Ereignisse hat und sich dieses Vorwissen zunutze macht. Verschwörungstheoretiker meinen nun, dass aufgrund verdächtiger Börsenbewegungen die betreffenden Händler bereits im Voraus wussten, dass es zu den Anschlägen kommen würde. Diese Händler haben angeblich satte Gewinne erzielt und waren somit Teil der Verschwörung. Dylan Avery, einer der Macher des Films Loose Change, sagt zum Beispiel, dass 3150 United Airlines Put-Optionen eingekauft wurden und dies sei ein viermal so hoher Wert gewesen wie der Tagesdurchschnitt. Außerdem wurden 27.294 Put-Optionen des Flugzeugbauers Boeing eingekauft, ebenfalls ein ungewöhnlich hoher Wert. Was also ist dann an den Behauptungen? Haben die Verschwörungstheoretiker recht? Gab es ein Vorwissen? Selbstverständlich haben FBI und Börsenaufsicht ein großes Interesse an der Aufklärung dieser Vorwürfe. Man will schließlich wissen, ob es hier Verbindungen zum Terrornetzwerk der Al-Qaida gibt und ob Al-Qaida womöglich noch einen finanziellen Nutzen durch die Anschläge hatte. Es folgen nun einige Fallbeispiele, denen die Börsenaufsicht und das FBI unabhängig voneinander nachgegangen sind. Fallbeispiel 1. Wie bereits erwähnt, überschritt am 6. September 2001 das Volumen der Put-Optionen dasjenige der Call-Optionen um mehr als das 20-fache, was eben durchaus verdächtig ist. Entsprechende Untersuchungen der Börsenaufsicht, abgekürzt mit SEC, haben ergeben, dass ein einzelner Anlageberater etwa 95% der Put-Optionen dieses Tages eingekauft hatte. Der Anlageberater war Manager mehrerer Hedgefonds im Wert von insgesamt 5,3 Milliarden US-Dollar. Sämtliche Beteiligten des Handels erklärten gegenüber der Börsenaufsicht, dass der Einkauf Teil einer umfassenden Handelsstrategie war, die sich auf der seit Monaten miserablen Aussichten der Luftfahrtindustrie gründeten. Tatsache ist nämlich, dass die Aktien verschiedener Fluggesellschaften, unter anderem United Airlines, bereits seit Monaten sanken. Dem Händler lagen nämlich Tabellen vor, die den Rückgang der Passagierzahlen zeigten. Weniger Passagiere bedeuten auf lange Sicht einen Rückgang in der Produktion und damit natürlich auch weniger Gewinn. Wen mag es da wundern, dass ein Händler auf weiterhin fallende Kurse wettet? Hat der Händler denn nun einen Gewinn gemacht? Und die Antwort darauf ist nein. Neben den Put-Optionen für United Airlines hat derselbe Händler nämlich auch 115.000 Aktien von American Airlines gekauft. Von denen hat er nämlich geglaubt, dass diese bereits die Talsohle erreicht hatten und nicht mehr weiter fallen würden. Aber das war natürlich ein Irrtum, wie sich später herausgestellt hat, und der Händler hat im Endeffekt Verlust gemacht. Und das Ergebnis der Untersuchung? Es gab keinen Gewinn, sondern Verlust. Es gab kein Vorwissen und es gab keine Verbindung zu Al-Qaida. Und zwar sind sowohl die Börsenaufsicht als auch unabhängig davon das FBI zu diesen Ergebnissen gekommen.
Fallbeispiel 2, am 10. September 2001 überschritt das Volumen der American Airlines Put-Optionen dasjenige der Call-Optionen um mehr als das Sechsfache. Die Börsenaufsicht führte dies auf einen Börsenbrief am Tag zuvor zurück, also dem 9. September, in dem den Anlegern zu entsprechenden Put-Optionen geraten wurden. Von den 55 Empfängern dieses Börsenbriefs hat die Börsenaufsicht 28 Personen interviewt und 26 davon haben angegeben, den Empfehlungen gefolgt zu sein. Es ist somit natürlich auch anzunehmen, dass auch von den restlichen 27 Empfängern des Börsenbriefs etliche weitere den Empfehlungen gefolgt sind. Der Autor des Börsenbriefs, ein US-Amerikaner, wurde ebenfalls von der Börsenaufsicht interviewt. Er hat seine Anlagestrategie genau erklärt und wie er überhaupt zu diesen Empfehlungen kam. Die Börsenaufsicht kam dabei zu folgendem Ergebnis: Der Autor des Börsenbriefs hatte keinerlei Vorwissen. Die Spitzen in der Kurve dieses Handelstages, also in dem Fall des 10. September, kamen dadurch zustande, dass mehrere Anleger den Empfehlungen des Börsenbriefs direkt am Tag nach seinem Erscheinen gefolgt sind. Keiner der Beteiligten hatte irgendetwas mit Al-Qaida zu tun und keiner war auch irgendwie mit der amerikanischen Regierung verbandelt. Fallbeispiel 3. Am 7. September 2001 hat ein einzelner Händler mehr als ein Drittel der United Airlines Put-Optionen des Tages eingekauft. Als Teil einer computerbasierten Anlagestrategie hat derselbe Händler aber auch entsprechende Calls eingekauft, also das Gegenstück der Put-Optionen. Wir erinnern uns, bei Call-Optionen wettet der Händler auf steigenden Kurs und wenn der Kurs steigt, macht er dadurch einen Gewinn. Als Laie verstehe ich den Sinn solcher Aktionen zwar nicht, aber offenbar ist es gar nicht so selten, dass man sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse wettet. Und bei dem Händler wiederum handelt es sich um einen Manager eines seit Jahren etablierten New Yorker Hedgefonds im Wert von ca. 2 Milliarden US-Dollar. Der Hedgefonds besaß aber außerdem 27.000 Aktien von United Airlines als Teil einer komplizierten Anlagestrategie. Und was ist nun passiert, als die Börse wieder eröffnet wurde? Nun, die Put-Optionen haben dem Hedgefonds natürlich einen Gewinn beschert. Die 29.000 Aktien von United Airlines, deren Kurs aber nachgab, haben dem Fonds wiederum einen Verlust zugefügt. Insgesamt hat der Hedgefonds 85.000 Dollar an Wert verloren. Ergebnis ist also folgendes: Keiner der Beteiligten hatte irgendetwas mit Al-Qaida zu tun. Niemand hat einen Gewinn erzielt. Ganz im Gegenteil, der Fonds hat an Wert verloren und es gab keinerlei Vorwissen. Fallbeispiel 4 können wir hier im Wikipedia-Artikel Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 im Abschnitt Insiderhandel nachlesen. Hier über diesen Link. Ein Aktionär hatte 95% seiner Aktien von United Airlines vor den Anschlägen verkauft. Das ist das, was Ihnen die Verschwörungstheoretiker erzählen. Und was ist mit dem Rest der Wahrheit? Nun, derselbe Aktionär hatte vom Erlös Aktien von American Airlines gekauft. Bekanntlich haben die Aktien von American Airlines nach den Anschlägen ebenfalls erheblich an Wert verloren und die Transaktion war für den Händler schließlich ein Verlust. Wie gesagt, Sie können diese Geschichte hier über diesen Wikipedia-Link nachlesen. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob dieses Fallbeispiel 4 nicht eventuell übereinstimmt mit dem Fallbeispiel 1, das ich Ihnen vorher genannt habe, weil diese Zahl 95% United Airlines Aktien doch übereinstimmt mit den 95% der Put-Optionen, die in Fallbeispiel 1 genannt wurden. Es wäre also möglich, dass dieses Fallbeispiel 4 tatsächlich das Fallbeispiel 1 sozusagen in anderen Worten hier beschreibt. Aber das konnte ich nicht sicher feststellen. Es gibt aber verschiedene weitere Fallbeispiele, die ähnlich den eben dargestellten sind. Sämtliche Verschwörungstheoretiker, von denen ich bis jetzt gehört habe, reden von den angeblich satten Gewinnen durch die Put-Optionen.
Kein einziger erwähnt auch nur ansatzweise, dass die entsprechenden Händler mit Aktien anderer Fluggesellschaften, Versicherungsunternehmen etc. Verlust gemacht haben. Dem Gewinn der Händler steht also ein noch höherer Verlust gegenüber. Tatsache ist, dass die Aktienkurse von American Airlines und United Airlines schon seit Monaten fielen. Tatsache ist auch, dass es einen Börsenbrief gab, der zu entsprechenden Put-Optionen riet. Und ebenso Tatsache ist, dass verschiedene Wirtschaftsindikatoren nach unten zeigten und es bereits mehrfach im selben Jahr zu entsprechenden Ausreißern im Handel kam. Kein Verschwörungstheoretiker hat dies jemals erwähnt. Wie so oft hört man von dort nur die halbe Wahrheit. Der unkritische Leser nimmt somit ein vollkommen verzerrtes Abbild der Realität wahr. Weitere Informationen zum angeblichen Insiderhandel an der Börse finden Sie hier beispielsweise über diesen Link bei den 9/11-Mythen. Es gibt allerdings auch einige Studien zum Thema. Eine Studie von Schweizer Finanzexperten hat Verdachtsmomente für einen Insiderhandel an der Börse kurz vor den Anschlägen ergeben. Und das ist in der Tat korrekt. Es handelt sich um eine wissenschaftliche Studie des Finanzprofessors Mark Chesney von der Universität Zürich, des Assistenzprofessors Loriano Mancini der Eidgenössisch-Technischen Hochschule Lausanne und des UBS-Analysten Remo Crameri. Und sie sprechen in der Tat von möglichen Insidergeschäften. Das können Sie hier über diesen Link nachlesen. Auf der Schweizer Internetseite Infosperber. In einem dreiwöchigen Zeitraum vor den Anschlägen gab es auffällige Transaktionen bei den Banken Merrill Lynch, JP Morgan, Bank of America und diese Banken hatten alle ihren Hauptsitz in einem der beiden Türme und der Citigroup. Die Citigroup war nicht in einem der Türme ansässig. Im Versicherungssektor wiederum wurden auffällige Transaktionen bei der Münchner Rückversicherung und bei der Swiss Re entdeckt und im Flugsektor betraf es, wie bereits erwähnt, American Airlines und den Flugzeughersteller Boeing. Die realisierten Gewinne der unbekannten Spekulanten beliefen sich im Flugsektor auf ca. 9 Millionen Dollar, im Bankensektor auf ca. 11 Millionen Dollar und bei den Rückversicherungen auf ca. 11,4 Millionen Dollar. Insgesamt beliefen sich also die Spekulationsgewinne auf ca. 31,4 Millionen Dollar. Während die meisten Verschwörungstheoretiker von Milliardengewinnen sprechen, kommt die Studie also zu erheblich niedrigeren Werten. Trotzdem liegt natürlich der Verdacht nahe, die Spekulanten könnten irgendeine Art Vorwissen gehabt haben. Dennoch erfahren wir hier bei Spiegel Online über diesen Link erreichbar bestimmte Gründe, warum dies nicht der Fall sein muss. Einige Firmen hatten nämlich durch etliche schlechte Nachrichten im Vorfeld selbst dafür gesorgt, dass Spekulanten auf den Fall der Aktien gewettet haben. So hatte American Airlines am 7. September eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Goldman Sachs, also eine Bank, hatte am 10. September die Gewinnerwartung erneut und damit also nicht zum ersten Mal nach unten korrigiert. Der Fall der American Airlines Aktie ging auf den bereits erwähnten Börsenbrief vom 9. September zurück, der den Abonnenten zu entsprechenden Investitionen riet. Spiegel Online stellt nun folgerichtig die Frage, wenn jemand tatsächlich von den Anschlägen wusste, warum hat er dann nur einen so lächerlich geringen Einsatz riskiert? Aber schauen wir uns zunächst einmal die Kriterien der Schweizer Studie für Insiderhandel an. Die Finanzexperten setzten drei Kriterien an, um mögliche Insidergeschäfte zu identifizieren. Erstens, die Menge der gekauften Put-Optionen ist außerordentlich groß. Zweitens, es wird innerhalb weniger Tagen oder Wochen ein riesiger Gewinn erzielt. Drittens, die Put-Optionen sind nicht abgesichert, weil Insider nämlich denken, dass ihre Investition risikolos sei. Wenn wir das aber mal kritisch betrachten, werden wir feststellen, dass es sich hier nur um sogenannte Pro-Kriterien handelt, aber kein einziges Kontra-Kriterium genannt wird.
sollten dann nicht noch so etwas wie schlechte Nachrichten einbezogen werden, etwa mehrfache Gewinnwarnungen, fallende Aktienkurse, ein geplatzter Großauftrag, zum Beispiel bei Boeing? Es sei nur erwähnt, dass Boeing mit Airbus einen starken europäischen Konkurrenten hat. Oder eben ein Damm, der zu brechen droht und dadurch den Betrieb in sämtlichen Werkshallen gefährdet und so weiter. Was hat es jetzt mit diesem Damm auf sich? Nun, im Jahr 2011 hat ein Hochwasser in Thailand die Produktion des amerikanischen Festplattenherstellers Western Digital lahmgelegt, was Sie hier über diesen Link bei News Wirtschaft nachlesen können. Würden Sie in einem solchen Fall von Insiderhandel sprechen, wenn ein Händler ungewöhnlich viele Put-Optionen einkauft? Schließlich ist ja klar, wenn die Werkshallen überflutet werden, dass es keine Produktion mehr gibt. Warum also setzen die Schweizer Finanzexperten nur Pro- und keine Kontra-Kriterien an? Nun, darüber kann ich leider nur spekulieren. Vielleicht stellen die Pro-Insiderhandel-Kriterien einfach nur eine Art Alarmglocke dar. Läutet diese Glocke, so müssen die Börsenaufsicht oder andere Kontrollgremien im Einzelfall untersuchen, ob es tatsächlich um Insidergeschäfte geht oder ob irgendwelche Kriterien dagegen sprechen. Sind also die drei genannten Kriterien erfüllt, so liegt möglicherweise ein Insiderhandel vor und die entsprechenden Kontrollgremien, wie zum Beispiel die Börsenaufsicht, muss den Fall genauer untersuchen. Aber das ist, wie gesagt, meine Spekulation. Als Laien müssen wir uns damit den Schlussfolgerungen der Studie anschließen, die besagen, dass es möglicherweise Insidergeschäfte gegeben hat. Das ist allerdings noch lange kein Beweis. Wie aber in den vorherigen Fallbeispielen gezeigt, haben ja die US-Behörden die einzelnen Fälle genau durchleuchtet und konnten sämtliche Verdachtsmomente aus dem Weg räumen. Mein Fazit lautet also, in den Tagen vor den Anschlägen hat es auffällige Börsenbewegungen gegeben, in der Tat. Diese erklären sich aber vor allem durch negative wirtschaftliche Entwicklungen, Gewinnwarnungen, den Börsenbrief, den wir bereits genannt haben und so weiter. Ermittlungen wurden von der Börsenaufsicht, dem FBI und anderen Behörden zum Teil unabhängig voneinander geführt. In keinem einzigen Fall hat sich der Verdacht auf Vorwissen bzw. auf Insiderhandel bestätigt. Die meisten Händler haben keine Gewinne, sondern Verlust erzielt und kein Händler hatte irgendwelche Verbindungen zu Al-Qaida.